Soll ich mal von meinem Abitur erzählen, Chat? Ich erzähle von meinem Abitur, hör mir zu. Frag mich nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe es irgendwie hingekriegt, okay? Ich habe mich durchgemogelt durch die gesamte Schullaufbahn. Wirklich, durch die gesamte Schullaufbahn habe ich mich durchgemogelt. Ich war bei jeder Schulaufgabe, bei jedem Test immer krank, weil ich dann nachgeschrieben habe, okay? Und im Nachschreiberaum konntest du gut abschreiben. Abitur lief wie folgt ab. Ich wusste, wenn ich da morgen reingehe ins Abitur, einen Tag davor, ich wusste, ich werde verkacken. Ich wusste, ich werde verkacken. Und ich habe mir mehr Gedanken gemacht, wie ich abschreiben kann und mich Spicker schreiben kann, als dass ich lerne. Und ich habe im Abitur sehr gute Spicker geschrieben. Sehr, sehr gute. Ich will keine Tipps geben, aber ich habe mich bemalt. Ich habe mich bemalt. Und ich habe abgeschrieben im Abitur. Jetzt kann ich sagen, die können mir mein Abitur nicht mehr wegnehmen, richtig? Können die mir es noch wegnehmen, wenn ich das erzähle? Nee, oder? Die können es mir nicht mehr wegnehmen. Danke. Brauche ich eh nicht mehr. Für was brauche ich noch ein Abiturchat? Guck mich an. Ich habe meine Arme bemalt. Ich hatte einen langen Pullover an und ab Danke. dem Pullover nach oben hin alles voll gekritzelt. Wirklich. Jetzt ein Five-Feather kann ich nur weiterempfehlen, wenn ihr abschreiben wollt. Damals, was geil, also was nice war, Jeans, die Löcher hatten. Okay? Jeans, die Löcher hatten. Ich hatte hier auf dem Bein ein paar Löcher und oberhalb vom Loch Spicker geschrieben. Damit ich die Hose ein bisschen nach unten verrutscht. Bam. Warum? Der Lehrer darf nicht zu mir sagen, zieh mal deine Hose aus. Und so habe ich das Abitur geschrieben. Und habe trotzdem verkackt. Ich habe das Abitur nicht bestanden. Ich musste eine Nachprüfung geben. Eins, wenn ihr wisst, was Nachprüfung ist. Einfach Handy benutzen. Im Abitur geht es nicht, Bruder. Im Abitur geht es nicht. Ich musste nachschreiben. Es war so, ich bin in die Schule gegangen. An dem Tag, wo Danke. die Ergebnisse vom Abitur bekannt gegeben wurden. Ich komme rein in die Schule. Steht 10 Minuten unten. Durchsage. Ja, Linda Fletzky, Markus Trapatonski und... Ich bitte Danke. ins Sekretariat kommen. Das waren 4 Leute, glaube ich. Ich denke mir, Scheiße, was geht denn jetzt? Was habe ich gemacht? Ich gehe hoch ins Sekretariat. Da steht die Frau Pommsel und sagt: Jungs und Mädels, ihr habt reingeschissen Abitur. Ihr habt nicht bestanden. Ihr müsst nachschreiben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Pain in the Ass war, Chat. Die sagt mir das. Ich gehe runter. 90% von der Schule schon besoffen. Ihr müsst euch vorstellen, ich gehe raus aus dem Sekretariat, gehe runter und 90% der Schule besoffen am Feiern. Yo, wir haben Abitur bestanden. Ich stehe da und wusste, in 6 Monaten oder wie lange es ging, oder in 3 Monaten, schreibe ich nochmal, also muss ich nochmal Prüfung geben für Abitur. Nach Hause gelernt. Bruder, es war so zum Kotzen. Das war wirklich Pain in the Ass. Das war Pain in the Ass, Chat. Dann habe ich gelernt, hatte Glück beim Abitur. Mathe, meine Mathelehrerin mochte mich, die hat mir gut geholfen. Ich habe die Mathe-Nachprüfung gegeben und ich glaube, Mathe und Deutsch konnte ich geben. Ich weiß gar nicht, ob ich beide gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich eins davon bestanden. Ich glaube, es war Mathe. Und hat mich Frau Pomsel angerufen, hat gesagt: Minjong, herzlichen Glückwunsch, du hast dein Abitur bestanden. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Wirklich. Wer von euch hat keinen Schulabschluss? Eins. Also, vielleicht habt ihr noch keinen Schulabschluss, weil ihr noch in der Schule seid. Das kann auch gut sein. Wenn ihr auf dem Weg seid, meine Brüder und Schwestern, bleibt stark. Wenn ich es geschafft habe und ich bin wirklich nicht der Hellste, schafft ihr es auch. Ja, das war meine Abiturgeschichte. Von 1 bis 10, wie sehr hat euch die Scheiße hier gerade interessiert, die ich euch erzählt habe? Eins ist gar nicht, zwei, 10 ist, es hat euer Leben verändert. Sehr schön, Chat.